Hallo Leute, willkommen zu meinem Video zu Rocket Racing. Im Video heute kann ich endlich den Rocket Pass bzw. Battle Pass Wagen vorstellen. Dafür musste ich ja Level 82 werden, das habe ich halt quasi nur mit Rocket Racing geschafft. Kann mir mal einer übrigens erklären, warum ich den nicht nur freispielen muss, sondern ich muss den dann im Rocket Pass auch noch kaufen. Sorry, ich werde das häufiger durcheinander werfen. Du kaufst den Battle Pass und dann musst du im Battle Pass für so Sterne nochmal Sachen aus dem Battle Pass kaufen. Warum das denn? Macht gar keinen Sinn. Aber gut, da kann man sich den Skorpion kaufen. Das ist ein Wagen, den hast du in Rocket Racing und in Rocket League, weshalb ich den halt recht interessant fand. Gönnen wir uns mal. So, und den werde ich mir heute mal angucken. Und wenn ich weiterspiele, kriege ich auch noch ein paar Skins für den. Der hier zum Beispiel sieht ganz cool aus. Und außerdem gibt es hier auch manche Gegner, die so bunte Spuren haben. Da habe ich jetzt auch rausgefunden, wie man die kriegt. Und zwar, man muss zu Aufträgen gehen, zu Quests, runterscrollen. Season 0. Und dann hast du hier rechts verschiedene Quests. Im Grunde, wenn du einfach spielst, kriegst du das schon automatisch. Startlinienboost. Also ich denke, das werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Ne, also wenn du suchtest, wirst du das schon alles kriegen. Es gibt auch manche Spuren, die wird es dann nur im Shop geben. Am besten würde ich es halt finden, wenn es da auch Spuren gibt, die du dann hier kaufen kannst, die du dann im richtigen Rocket League hast. Findest du mir in Rocket League vielleicht gefallen, weil der hat eine kurze Nase? Ich frage mich, was der eine Skin taugt, weil ich kann den ja jetzt schon komplett schwarz machen, ne? Das ist ein bisschen eigenartig, dass die mir hier angezeigt werden, wenn die gesperrt sind. Ja gut, der kann ich ja quasi nur einen langweiligen, clean Wagen machen, ne? Es ist irgendwie so, dass alle Maps, die ich kacke finde, gefühlt fünfmal kommen. Alle Maps, die ich kacke finde, kommen andauernd. Die Maps, die ich cool finde, kommen nie. Komm mal, Nana, tanz mal. Sieht ein bisschen klobig aus, ne? Aber mal gucken. Mal gucken, wie der sich fährt. So, mehr als 50% brauche ich für die eine Quest. Boost mitgenommen. Danke. Gut. Erstmal stabil. Erstmal ist es stabil. Ja. Erstmal läuft das. Ja, der fährt da ganz oben drüber. Das ist schneller, ne? Kann das sein? Oh Gott, Feuer. Das ist schneller, wenn du da oben rumgehst, ne? Weil dann hast du auch nicht das dumme Feuer in der Mitte. Muss ich mal ausprobieren, letzten Röhre oben rum. Gegner rammt mich, ungewollt, ihre. Hier noch nicht ab, oder? Ah, warum? Es ist gar nicht so leicht, da oben drauf zu. Boost verfehlt. Okay, okay. Geil, 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 geil. Aufnehmrunde, Aufnehmrunde. Boosten. In der Kurve boosten für die Quest. Erster. Let's go. Ich habe nochmal Sprung gedrückt, hat das Spiel nicht angenommen. Ist fein. Hier mal oben rum versuchen. Feuer. Ach, da oben ist auch noch ein Boost. Okay, gut. Ja gut, oben rum macht Sinn. Das ist die leichtere Route. Ich habe es ein bisschen gebottelt, aber ich bin trotzdem jetzt den vierten Platz. Ja. Skorpion ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich habe noch ein Upgrade für die Map gelernt, weil das Feuer da am Ende nervt ja. Einfach oben rum. Oh, die neue Map. Habe ich original jetzt seit irgendwie 15 Rennen nicht mehr gehabt. Über 50%. Let's go. Na gut, erstmal gerammt jetzt in der ersten Kurve, nehme ich mit. Amin ist eine Abkürzung, aber ich weiß nicht, ob man die nehmen möchte da. So, Dash nach unten wichtig. Ja gut, ist wieder so eine Runde, wo ich dann sage, oh guck mal, ich bin Fünfter geworden, obwohl ich einmal Elfter war. Warum? Warum gehe ich da kaputt? Weil irgendein Pixel von meinem Wagen irgendwie die Kante berührt hat. Das ist doch Schwachsinn. Ja, es wird irgendwie Achter oder so. Okay, Sechster. Oh, ich habe noch den sechsten Platz geholt, obwohl ich durch einen Fehler Platz 12 war. Oh, das ist aber noch gut. 6 Plätze aufgeholt, ja. Warum hat Epic Games nicht fähige Entwickler dafür eingestellt? Warum müssen die Rocket League Entwickler genommen haben? Ah, sehr gut, das ist die Map, ja. Das ist die Map, wo ich gescampt wurde vorhin. Festliche Fälle. Ich kann mir übrigens mal wirklich mal einen erklären, warum die noch bei Elite im Pool ist. Alle leichten Maps sind verschwunden, aber die Map bleibt. Das ist die beschissenste von den leichten Maps. Aber ja, ich hatte hier ein... Okay, Boost verfehlt. Aber ich hatte hier mal eine Runde, wo ich actually okay dabei war. Da war ich halt irgendwie vierter Platz oder so. Und in der Zielgeraden wurde ich einfach gekillt vom Spiel. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich bin nämlich zu weit rechts geflogen anscheinend. Und ich habe irgendwas gehittet, was da das Ziel blockiert hat. Keine Ahnung, was. Was habe ich denn gehittet? Ich guck's mir gerade nur mal an. Und ich bin jetzt trotzdem Siebter, ne? Also, ja gut, hier kannst du gut driften und boosten, ne? Also, für die Map ist das dann gar nicht so schlecht. Was hat mich gekillt? Was hat mich da rechts gekillt? Ich bin irgendwo gegen rechts gegengeknallt. Naja, die Map hier zum Beispiel. Die mag ich auch nicht. Ist auch drin. Also, ich hoffe, das switcht nochmal mit dem nächsten Rang. Weil ich werde mich hier durchgemeinten. Das wird passieren. Über 50%. Die Strecke hier zum Beispiel, die musst du ja gar nicht mehr legit fahren. Da musste ja hier diese komische Abkürzung nehmen und eigentlich auch rechts den Boost, aber den rechten verfehle ich die ganze Zeit. Er hat mich weggedrängt, er hat mich weggedrängt.
Hä, wieso habe ich jetzt 0 Minus? Okay, ich habe 0 Minus gemacht. Aber es macht halt einfach keinen Spaß, nur Maps zu fahren, die man scheiße findet. Es gibt so coole Maps, wo du ein cooles Geschwindigkeitsgefühl hast. Nee, okay, meine Lieblingsmap. Okay, nee, warte mal. Das ist meiner Meinung nach die beste Map im gesamten Spiel. Du hast hier so ein cooles Geschwindigkeitsgefühl. Hier ist auch wenig nervig mit Feuer. Hier ist einfach nur cool fahren. Schnellste Route finden, nehmen. Und das hast du. Und die schnellste Route hier ist auch relativ simpel. So wie ich die fahre, das ist die schnellste Route. Fahrt mir einfach nach. Und wenn ihr unter Elite seid, gewinnt ihr jedes Rennen. Und in Elite gewinnt ihr auch viele Rennen damit. So, da abspringen. Da abspringen. Da abspringen, da unten rum, hoch, da den Boost. Ist so cool. Es ist so ein cooles Geschwindigkeitsgefühl. So, boom. Boost nochmal just for fun. Ich habe mir oft den Boost aufgespart zum Ende für so einen Doppelboost. Aber ich hau den jetzt einfach früher raus, weil so viel arbeiten Leute ja gar nicht mit Windschatten. Weil den gibt's ja gar nicht so richtig hier. Deswegen booste ich lieber früh als spät. Vertraut, das macht einfach Sinn. Beliebt. So. Abspringen, abspringen. Hier unten rum. Nicht Feuergürtel, stark. Mit weiten, weiten Abstand. Erster in beiden Runden. Ne, ich sehe den zweiten. Er ist ganz knapp da hinten, sehe ich den zweiten. Das kannst du vielleicht machen, wenn das Rennen knapp ist, aber wenn du so einen Vorsprung hast, einfach yeeten. Einfach yeeten. So. Okay. Jetzt nicht dumm kaputt gehen, ich habe gewonnen. So. So. Ja, clean. Clean. Einfach clean gefahren. Clean gefahren. Ich war 3 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. Aber diese Maps, die kommen viel zu selten. Warte, warum kommt die denn? Davon gibt's doch eine zweite Variante. Hä? Das ist neu. Wait a minute. Sorry, ich weiß nicht, wie man die fahren muss. Ich habe diese Map seit original vielleicht einen Monat oder zwei nicht mehr gehabt. Ich habe immer Pfützensprünge 2 gehabt. Das ist neu. Das ist neu, dass du jetzt auch die ganz alten Maps nochmal... Wie fährt man die? Sorry, ich weiß nicht, wie man die fahren muss. Ich weiß, wie man Pfützensprünge 2 springen muss, aber hier? Keine Ahnung, den Schlusssprint weiß ich, aber den weiß jeder. Dass du hier fliegen musst. Ist die Abkürzung hier immer noch valide? Ja, ne, die kannst du immer noch machen. Okay. Ist nun halt keine richtige Abkürzung, wenn ich halt einen 8. Platz habe danach. Nee, sorry, ich weiß nichts mehr über die Map. Ist komplett unbeschriebenes Blatt für mich. Ja, war kacke. Seit wann kommen diese ganzen Uralt-Maps rein? Ist das seit heute? Haben die das neu reingemacht? Ich habe Prozent, aber ich bin froh, da ein Prozent verloren zu haben, weil das war mal was Neues. Ich muss ehrlich sagen, ich war so genervt, immer die gleichen Maps zu haben. Heißt das, meine Lieblingsmap kann nochmal kommen? Meine Lieblingsmap ist, glaube ich, aus dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Die Map mit den 2 Tunneln. Ah. Letzter Platz. Ich hab jetzt gebottelt. Ist es nicht lustig, wie der Kontrast ist zu Maps, die ich kann? Erster, Maps, die ich nicht kann, 10. bis 12. Problem übrigens auch, bei Maps, die ich nicht kann, probiere ich halt immer, wenn ich die fahre, ein paar Sachen anders zu machen. Das heißt, ich versuche zu boosten an Stellen, wo ich sonst nicht geboostet habe. Ich versuche irgendwo mal zu driften oder zu springen, wo ich sonst nicht gesprungen bin. Okay, einmal. Das ist das normale Klippenraser, das ist gar nicht Klippenraser 2. Wie fährt man das normale nochmal? Du fährst das ja ganz anders, jetzt hier gar nicht Lava. Wie fährt man das normal? Hä? Ich habe diese Map nicht mehr gespielt, seit ich Diamond 3 bin. Oder sogar vorher, seit Diamond 2 habe ich die nicht mehr gehabt. Mein Boost ist verpufft! Ich habe übrigens gedrückt gehalten. Ist einfach trotzdem verschwunden. Was ist denn mit dem Map-Pool passiert? Dass wir diese ganzen leichten Maps... Ich finde es super! Es ist genau das, was ich gebraucht habe. So ein bisschen Frische. Ach, yo, geil. Oh, 6. Platz noch gemacht, obwohl ich einmal letzt... Hä? Die Kurve ist anders. Die Kurve ist gefühlt kürzer. Ich habe die vorher noch nie verpasst. Ja. Ah, Spiel, dankeschön. Danke. Ist das super. Oh, den 8. Platz gemacht, obwohl ich 2-mal gescampt wurde? Das ist ja gar nicht so schlecht. Nein, das ist scheiße. Verändert, wir haben jetzt da was Orangen, das ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir Klippenraser 2, die krassere Version davon. Okay. Ja, yep, andere Spur. Siehst du, ist cool, cooles Feature. Muss halt ganz anders fahren, sieht ganz anders aus alles. Ich mache hier trotzdem mal den Sprung, ist einfach die sichere Variante.
Ich konnte die normale Klippenraser-Version so gut fahren, dass ich da auch gut driften konnte bei der einen Stelle. Aber ich bin jetzt schlechter auf der Map, weil ich jetzt seit wirklich Wochen nicht mehr gespielt habe. So, ich drifte jetzt genauso, wie ich vorher gedriftet bin. Es ist nicht mehr close, dass ich da rechts rankomme. Die haben irgendwas kürzer gemacht. Oder länger gemacht für Klippenraser 2. Wenn du hier auf der Map halt... Aber wenn du halt bei den Lavastellen driften kannst ein bisschen, hast du halt im Grunde einen Vorteil zu anderen Spielern. In der Regel ist jetzt halt im Grunde Schwachsinn, weil ich halt wieder Siebter bin. Ich darf im Grunde gar nicht erzählen, aber im Grunde hast du einen Vorteil. Gib mir meine Lieblingsmap die ganze Zeit. Ich will keine anderen Strecken fahren. Die Kollision ist so scheiße in diesem Spiel. Entweder bist du leicht berührt, du verlierst 200 km/h, du wirst stark berührt, du drehst dich komplett. Und ich will mich auch nicht in jedem Video aufregen. Es tut mir leid. Wirklich, ich weiß, manche Leute hassen das. Ich bin sehr gespannt, wie der Wagen sich in Rocket League spielt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.